So, und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. Im letzten Part haben wir ziemlich viel zu lesen gehabt. Ja, mehr über Evelyn erfahren, zum Beispiel, dass sie eine Biowaffe ist und so. Und halt verdammt viel über sie erfahren. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Okay, jetzt sind wir auf einer anderen Seite. Hier geht's nicht weiter. Und ich werde auch diesen Part nur so, ich werde es auch jetzt schon sagen, ich werde den Part nur so lange machen, bis wir zum Finale vorkommen. Bis wir so irgendwie das Finale erreicht haben, weil ja, das Finale will ich eigentlich noch in einem extra Part machen. Damit wir uns auch noch die Credits reinziehen können, damit wir auch Zeit für die Credits haben. Ja. Deshalb werde ich jetzt in diesem Part jetzt so lange machen, bis wir das Finale erreicht haben. Also den finalen Kampf. Und ja. Mal schauen, wie lange es noch geht. Moment mal, kommt jetzt hier schon der finale Kampf? Weil ich höre jetzt Evelyn summen. Sag jetzt nicht, dass hier jetzt schon der finale Kampf kommt oder was? Könnte ich mir hier bei diesem Battlefield hier schon ein bisschen vorstellen. Sag bloß nicht, dann haben wir... Naja, okay, gut, dann hat der Part wenigstens gut begonnen. Dann haben wir jetzt schon das Finale. Ich weiß ja nicht. Evelyn, wo bist du? Hat's aufgehört. Wow. Was? Nee, du sollst lieber sterben. Stirb du doch. Oh Mist. Oh, der lebt noch. Glaube ich. Ja, der lebt noch. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, da ist noch einer. Alter, einfach weiter. Hä? Jetzt ist er tot. Okay. Na gut. Seid aber nicht die einzigen. Warte, ich halte schon mal die Gegner bereit. Bin mir sicher, dass er nicht die... Bin mir sicher, dass er nicht die einzigen... Ja, guck mal hier. Oh, bei dem auf jeden Fall verwenden. Bei dem auf jeden Fall verwenden. Die sind so asozial. Und was ist hier? Nix. Find Muni, perfekt. Arm nachgeladen, okay. Ah, schade. Der ist ein bisschen sehr One-Shot gewesen. Oh nee, war es nicht. Schade. Drei Schüsse. Aber nein, wir haben auch genug, wirklich. Perfekt, nochmal so ein Teil. Und, hier Push. Flintmuni und MG-Muni. Oh, hör auf mit der Kacke. Oh, no, 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 no. Komm her, du. Ist auch noch ein, hier komm. Nimm das. Da haben wir nur drei Stück, ich glaube, jetzt verwenden wir hier... Aber wir jetzt noch, okay. Nimm das. Gibt's immer noch? Nee, tot, okay. Schnell nachladen. Okay. Lampe, toll. Haben wir es? Haben wir es? Was ist das hier? Oh nee, ist schon wieder so einer. Was? Zwei? No!
Okay, die Dinger sind ja mega wichtig hier. Bäm. Wow, und der eine scheint sogar größer zu sein als der andere. Einer ist kleiner und einer ist... Fuck, der ist explodiert. Was? Scheiße, ich hab keine mehr. Hör auf! Schnell rennen weiter! Ich hab doch noch diese eine. Lass mich durch, du Fettsack. Bist du tot? Ja, er ist tot. Oh, Alter. Danke, dass du die Kiste für mich kaputt gemacht hast. Vielen Dank. Gibt's da noch irgendwas? Nee? Nicht? Gut, dann nicht. Aber jetzt packe ich mal wieder zur MG. Warte mal, jetzt halt, dass wir die verwenden. Wo kommen wir hier hin? Das ist ein Speicherpunkt. Warum ist hier ein Speicherpunkt? Zumindest nicht, dass jetzt gleich das Signal ankommt. Karte des Bergwerks. Toll. Speichern. Okay. Was auch immer. Moment, wo sind wir? Gästehaus! Wir sind da in dem Anfangsgebäude, ganz am Anfang. What? Die Oma. Die Oma, no, Alter, nicht dein Ernst. Kommt sie tatsächlich doch noch in Auftritt? Wer hätte es gedacht? Aber irgendwie klar ist ja auch noch irgendwas hier mit zu tun hat, ja, dass sie... Moment mal. Die Szene kennen wir doch. Das war das ganz am Anfang, wo wir Mia gefunden haben. Da hat sie von einer Tür geredet. E001. Die Oma. Okay. Ja, das war hier ganz am Anfang. Erinnert ihr euch? Im allerersten Part. Oder im zweiten. Im zweiten Part war das, genau. Im zweiten. Findet hier das Finale statt, hier im Gästehaus, oder was? Und dann beende ich dann gleich den Part. Damit wir am nächsten Part das Finale genießen können. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja. Das war die Szene, wo wir sie mit der... Axt niedergeschlagen haben. Im dritten Part. Hi. Das ist deine Schuld. Was?
Warum sehe ich das? Weil sie jetzt so genauso wie Mia hat. Hat sie dich etwa, hat sie jetzt Ethan etwa auch mit diesem Virus befallen? Oder was? Oder diesem Schimmelpilz da? Weil eigentlich sind doch nur die Befallenen diese Halluzinationen sehen. Das kann doch nur verheißen, dass Ethan jetzt auch damit befallen ist. Ja toll. Ach, das kennen wir doch schon. Jetzt kommt sie mit der Haut mir den Schraubendreher. Meine Hand mit dem Schraubendreher. In die Wand und dann sägt sie mir die Hand ab. Du sollst sterben, Alter. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Hä? Hast du jetzt mir wieder böse gemacht oder was? Und sie ist jetzt der Empress oder was? Was ist jetzt mit der Oma? Hä? Aber jetzt. Nee, da ist sie. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Nö, vergiss es. Ich spiele nicht. Nein, schaff das weg von mir! Wow, wow, wow! Wow! Fuck, ich kann mich nicht wehren. Was? Warte mal. Momentchen mal, die macht mir ja gar keinen Schaden. Soll das so sein, oder? Soll das so sein, oder ist das? Und was machst du hier? Kann ich kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Gut, dann nicht. Was ist das für ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, es sollte nicht so sein, dass er die ganze Zeit der Ton rumbuggt. Ja, toll. Jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Soll ich es nach oben? Ey! Backe nicht so rum. Können wir wenigstens. Ja, doch, ich beende jetzt den Part wahrscheinlich, weil hier scheint es wirklich zum Finale zu gehen. What the fuck? Der Speicherpunkt ist weg. Warum? Hier war doch eindeutig ganz am Anfang hier so ein Speicherpunkt. What the fuck? Warum darf ich nicht speichern? Gut, dann speichere ich halt nicht. Ja. Gut, mach es halt nicht. Gut, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 7 Biohazard. Dann schauen wir uns, hauen wir uns das Finale rein. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.